Seit einigen Tagen gibt es auf Netflix eine neue Dokumentation mit David Attenborough und für gewöhnlich lohnt es sich da ja immer reinzuschauen. Damit geht es hier jetzt um Breaking Boundaries, die Wissenschaft hinter unser Planet. Sir David Attenborough ist eine lebende Legende unter den Naturforschern und geht Hintergründen der weltweiten Erfolgsdoku-Reihe Unser Planet nach. Dabei stehen die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Wissenschaftlers Professor Johan Rockström im Mittelpunkt und die Untersuchung der wichtigsten Faktoren, die der Mensch verändert, um ein stabiles Gleichgewicht der Erde als Lebensraum ins Wanken zu bringen. Grenzen, deren Einhaltung von dringlicher Bedeutung sind, werden dabei näher beleuchtet und Vorschläge eingebracht, mit welchen Maßnahmen man gegen die aktuell katastrophale Entwicklung gegensteuern kann. Breaking Boundaries, die Wissenschaft hinter unser Planet, geht 74 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 6 Jahren und ist dort seit vergangenem Freitag, dem 4. Juni 2021 anschaubar. Ist eine Dokumentation, die im Grunde zum einen Teil aus Bildmaterial von der großartigen Doku-Reihe Unser Planet gefüttert wird. Solltet ihr die noch nie gesehen haben, müsst ihr das unbedingt mal nachholen auf Netflix. Tollste Bilder und auch einfach tolle Geschichten und gleichzeitig eben auch dieser Ansatz zu sagen, Leute, wir müssen aufpassen mit dem, was wir tun, aber dieser warnende Zeigefinger eben nicht so energisch gezeigt wird, wobei es einfach dafür höchste Eisenbahn ist. Und parallel gab es ja auch vor kurzem unser Planet bei Nacht, glaube ich, oder unsere Erde bei Nacht. Beides richtig tolle Formate auf Netflix. Und eben so die Leute hinter unser Planet wollen auch so ein bisschen erforschen, was sind denn hier so die wichtigsten Faktoren, die wir als Mensch zu stark beeinflussen in den letzten Jahrzehnten vor allem. Wo führt das Wahrscheinliche nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Warum ändern wir nichts? Das wären Möglichkeiten, etwas zu ändern. Und dabei geht es eben hier um Johan Rockström in der so im Kern und dessen Erkenntnisse und das Ganze eingepackt und eingebettet in eine Erzählerform durch Sir David Attenborough, der auch immer wieder in einer Interviewsituation dabei ist, deswegen wir in so eine Konstellation haben aus Grafiken, Diagramm, Bildmaterial aus unser Planet und Interviewsituationen, die sich so ein bisschen einfügen und in nur 74 Minuten noch relativ knackig ist. Einer der letzten David Attenborough-Dokus war zum Beispiel, da ging es auch um die Verdrängung der Wildnis über die Jahrzehnte auf der Erde und da hat man so im letzten Drittel Mechanismen gefunden bzw. Ideen geliefert und sehr hoffnungsvoll ist man rausgestartet. Wie könnte man das Ganze denn wieder in seine Umkehrung bringen? Das ist hier nicht so ganz in ein Gleichgewicht gehalten, sodass man am Ende schon so auch denkt, oh, ach du Kacke, die Kacke ist am Dampfen. Aber es ist natürlich und bleibt ein großes Thema. Weil grundsätzlich würde ich sagen, Bildmaterial, super. Die Leute, die reden hier, wissen auch, was sie tun. Trotzdem schwingt dem Ganzen immer eine traurige Frustration mit, weil es ist nun mal ein Thema, das kommt auf uns zu. Und in der Corona-Krise sehen wir, wie viele Diskussionen es um Dinge gibt und Dinge oft nicht abgehandelt werden oder man zu wenig manchmal zur Tat schreitet. Und gerade was den Klimawandel angeht, wird es eine Sache sein, wo wir schon lange nicht mehr merken, wenn es zu spät ist oder beziehungsweise wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es so weit, dass wir handeln wollen, wir wahrscheinlich so spät sind, dass wir nicht mehr viel tun könnten. Das sind alles so Szenarien, die zwar in die Zukunft blicken, dabei kann jeder etwas tun, aber es wird eben oft diskutiert und nicht gehandelt und irgendwann könnte das eben zu einem großen Problem werden. Und mit Blick auf den Wahlkampf merkt man auch schon alleine Richtung Benzinpreise und so weiter und so fort, wie die Gemüter sich erhitzen und letztendlich aber es eine gewisse Alternativlosigkeit irgendwann gibt, wenn wir existieren wollen. Und das sind wahrscheinlich so große Themen, die, bei denen es wichtig ist, deswegen würde ich auf so eine Dokumentation gerne aufmerksam machen, dass man sie einfach, wenn man sich medial bildet, auch das mit einfließen lässt. Man sollte keine Generation aufwachsen lassen, ohne das Wissen, was wahrscheinlich bevorsteht und dass man es schon ganz früh mit aufnimmt, was man machen muss. Und ich erinnere, dass ich groß geworden mit dem Thema Ozon und so weiter und so fort. Und das ist man auch gut angegangen, aber schon immer auch wusste, was eigentlich alles falsch läuft. Und trotzdem schaut man so wie Business as usual gemacht wird und das bei einer ständig wachsenden Weltbevölkerung. Nun gut, es sind also viele einzelne Themen, über die könnten wir uns alle zusammensetzen und jeweils mehrere Stunden reden und diskutieren, aber ich hoffe, es gibt diesen gemeinsamen Nenner zu denken, hey, wir sollten vielleicht irgendwas tun und auch hier diese Dokumentation kommt einmal mehr wie so viele andere zu der erst einmal ganz einfachen Sache, dass jede Person selbst das, was auf dem Teller landet, verändern kann und damit viel auswirken kann und ausgehend davon gibt es natürlich viele Schritte, die wir auch als Gesellschaften und unser Wertesystem implementiert meistern müssten. Aber das, wie gesagt, ist auch besser, wenn man es zu Hause vielleicht und mit Freunden diskutiert und einfach sich nicht gegenseitig angeht, weil da eine gesunde Diskussionskultur, die manchmal auch in überhitzten Gemütern, gerade in der Corona-Zeit, so ein bisschen abhanden geht, die einzige Basis erstmal sein muss, damit man sich gegenseitig erreicht. Empathie, Standpunkte verstehen und dann doch dafür versuchen, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam in eine Richtung geht. Denn es ist nun mal ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das beleuchtet eben
eben dann hier unter anderem Breaking Boundaries anhand von den Bildmaterialien von Unser Planet und den Themen, die dahinter stehen, und macht eben einmal mehr klar, Leute, so sieht's aus und das denken wir uns nicht aus. Und deswegen kann ich nur empfehlen, einfach sich das Ganze mal anzuschauen, weil gerade David Attenborough nicht nur eine lebende Legende ist, sondern auch einer war, ist, mit dem immer das Gefühl hat, der weiß, wovon er redet, kann ich nur sensibilisieren und sagen, guckt euch das doch gerne an. Und ich glaube, wenn man das auch mit jungen Menschen guckt, mit Nichten, Tanten, mit Nichten, Neffen, mit quasi nicht jungen Schwagern, mit Kindern und so weiter und so fort, ist es wahrscheinlich auch gut, in der ganzen Familie darüber zu diskutieren und zu sensibilisieren. So, damit bin ich mit dieser kurzen kleinen Besprechung rund um diese Dokumentation auch schon fertig. Dokus, und da liegen bei mir ja keine Wertung. Das Wichtigste ist für mich einfach nur darauf aufmerksam zu machen. Könnt ihr euch eben auf Netflix anschauen. Breaking Boundaries, die Wissenschaft hinter Unser Planet und Original The Science of Our Planet als Zusatz. Und dann bin ich auch am Ende dieser kurzen kleinen Review und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Dokus schauen.